Darf ein Ehemann der Ehefrau verbieten, sich zu impfen? Nein. Nein. Er darf ihr nicht verbieten, sich zu impfen. Ich weiß, dass dies ein Problem jetzt mal in manchen Familien lösen wird. Aber das ist ihr Leben und das ist ihre Gesundheit. Und wenn sie davon ausgeht, dass sie sich impfen kann, dann soll er das zulassen. Der kann nicht in solchen Themen. Das ist genau, wenn die Frau krank ist und er sagt ihr, du nimmst keine Medikamente. Der darf ihr nicht verbieten, keine Medikamente zu nehmen. Außer, dass diese Medikamente Haram haben oder dass das bewiesen ist. Ja. Aber diese Sachen jetzt, die Impfgegner haben nichts Bewiesenes. Ja?